Rückfuß Tina Sprudel. Mit einem kleinen Fanmarsch von der Berlinerin an den Galasini-Ring ging es für die Fans von Borussia Fulda vor dem Topspiel der A-Liga zwischen dem FSV Germania und dem SC Borussia. Mehr Tradition in Fulda geht kaum noch. Lange Schlangen an den Kassen. Insgesamt waren es, man möchte es kaum glauben, für ein Spiel der 9. Liga 1500 Besucher. Tolle Kulisse, tolle Stimmung hier am Galasini-Ring. Ja, die Stadt Fulda hat sich gefreut auf dieses Spiel und sie sollten nicht enttäuscht werden. Es sollte ein richtig unterhaltsames Spiel werden. Tolle 90 Minuten, angeführt von Schiedsrichter Lars-Hendrik Köpsel. Gehen wir gleich rein in den Spielbericht, in die Zusammenfassung mit einem Freistoß von Peter John, so nach 20 Minuten. Der Ball kommt aufs Tor, aber ist letztlich kein Problem für Germanenkeeper Arthur Lampada, der diesen Ball sicher hat. 29. Minute wieder ein Freistoß für Hüseyin Haksiu. Und dann fällt der Ball Marco Čurić vor die Füße und es steht 0:1. Die Borussia geht in Führung. 29. Spielminute durch den Routinier und dann geht es natürlich sofort hinaus zu den Fans, sofort zum Jubeln. Und in diesem Moment wäre Borussia Fulda Meister der A-Liga Fulda und Aufsteiger in die Kreisoberliga. Aber es war noch lange, lange zu spielen. Hier haben wir einen Blick in die Zuschauer, viele bekannte Gesichter natürlich, aber man musste aufpassen, denn kaum schaut man in die Zuschauer, geht es auf dem Platz schon wieder weiter. Und zwar über Nico Schröder, der kommt jetzt hier an den Ball und dann geht es in den Strafraum hinein, der Ball in die Mitte und da steht Marco Čurić und das muss eigentlich schon das 0:2 sein. Der Routinier, diesmal verspringt ihm der Ball die Chance zum zweiten Tor für die Borussia. Die erste Annäherung der Germanen, ein Freistoß von Murati und der Kopfball von Adrian Happe, nicht sonderlich gefährlich. Trainer Marko Karamatic, ja, konnte zufrieden sein mit der Führung. Sein Gegenüber Timo Peikert musste sich ein bisschen Gedanken machen. Seine Mannschaft hat so ein bisschen Stift hinten rausgucken gehabt. Ein bisschen Nervosität auf der großen Kulisse, aber auch durchaus verständlich. Dann der nächste Freistoß, der kommt an den langen Pfosten. Und dort wartet gleich Hüseyin Haksiu. Das ist die 43. Minute und das ist das 0:2 für Borussia Fulda. Die Führung und jetzt rückte der Aufstiegstraum immer näher für den SCB. 2:0 vorne beim Tabellenzweiten und damit hätte man einen Vorsprung, den die Germanen am letzten Spieltag nicht mehr aufholen. Aber es gab einen kleinen Schicksalsschlag kurz vor der Pause. Sidibe Juba musste vom Feld, schwere Schulterverletzung, gute Besserung an dieser Stelle. Rein in die zweite Halbzeit, die bei uns mit technischen Problemen startete. Wir haben 2-3 Chancen der Germanen, leider nicht drauf, darunter ein Lattenkopfball von Adrian Happe. Die Germania jetzt viel besser drin im Spiel und sie verdiente sich diese Situation. Die Flanke von Mevin Schaferi und Sven Provina den Anschluss. 1:2 und noch eine halbe Stunde zu spielen. Vielleicht geht hier ja noch irgendwas am Galasini-Ring für den Tabellenzweiten. Und die Borussia, die wechselte aus. Altmeister Peter John, ja eine Ikone bei der Borussia längst, musste runter, länger reichte die Kraft nicht, er machte ein prima Spiel, viel Einsatz bei ihm. Dann dieser Freistoß, Marko Čurić mit der 10 und Jens Thiele mit der 7 machen das gemeinsam. Die Flanke kommt in die Mitte und Nico Schröder köpft wieder Lampada zur Stelle und Marko Čurić mit dem zweiten Ball, der wird dann hier abgewehrt. Eine tolle Szene aus der 87. Minute Borussias. Joni Schmidt zusammen mit Timo Peikert und dessen Co-Trainer Peče Brusewski in so einem wichtigen Spiel, so eine gelöste Stimmung. Es war super fair hier. Ja, eine ganz starke Szene, finde ich. Dann dieser Freistoß von Haksiu, wieder auf den agilen Schröder. Der passt in die Mitte, das ist schon die 88. Minute. Simon Mané hat die Möglichkeit, den Deckel drauf zu machen, macht es aber nicht. Er verpasst das 1:3. Dann wieder dieser Schröder, der macht ein prima Spiel, setzt sich hier durch. Schafft er es, macht er den Deckel drauf. Nein, auch dieser Ball geht vorbei. Nächste Möglichkeit für Borussia Fulda. Wird sich das noch rächen? Die Antwort ganz klar, nein. Denn in der 90. Minute kommt wieder dieser Schröder, spielt quer zu Marko Čurić. Sein erster Ball aufs Tor, wird noch abgewehrt von Lampada, aber dann den zweiten schiebt er rein und damit ist Borussia Fulda Meister in der A-Liga Fulda und steigt in die Kreisoberliga auf.
Riesenjubel natürlich am Galassini-Ring. Ja, es platzten alle Dämme. Eine tolle Stimmung, ein toller Nachmittag hier. Es erinnerte so an die alten Zeiten von früher, als es hier tolle, tolle Derbys gab. Und auch heute für A-Liga-Niveau richtig, richtig gut. Die Borussen ließen sich hier feiern und ablichten, völlig zu Recht. Marco Karamadic und sein Team haben eine tolle Saison gespielt. Und die Germanen, ja, sie ließen die Köpfe hängen, ganz klar. Aber es bleibt ja immer noch die Möglichkeit, über die Relegation ebenfalls den Aufstieg in die Kreisoberliga Mitte zu schaffen. Es wäre ihnen zu gönnen, diese Traditionsvereine. Ja, und Marco Karamadic, an ihn vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch. Der Trainer der Borussia hat es geschafft. Der SC Borussia Fulda steigt auf und ist nächstes Jahr wieder in der 8. Liga zu Hause.